Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wieder mit denselben Leuten wie gestern, beziehungsweise das letzte Mal. Das war nicht gestern, das war vorgestern oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, das war vorgestern. Ich glaube tatsächlich, es war nicht vorgestern, es war Montag, oder? Das ist 3 Tage her oder so. Keine Ahnung. Nee, Montag war es nicht. Dann war es Dienstag. In zwei Fälle war es einfach 17. Tag. Ich glaube, es war Dienstag. Ich glaube tatsächlich, es war letzten Freitag. Was? Nein. Nein, also eine Woche war es jetzt nicht. Also zur Info, wir haben heute Donnerstag. Ich glaube, das ist der Fallensteller. Hallo. Es ist der Fallensteller. Habt ihr gefunden? Also, ich hab einen Generator. Was, wie, wer, wo? Ich hab auch gleich einen. Schmied ich mich auch an. Und geht ab die Lütze. Da drüben war irgendwas, ich weiß jetzt. Ach nee, das kann gar nicht der Killer sein, dann hätte ich. Ich hab Herzklopfen. Das ist jetzt natürlich mies. Oh, er kommt in meine Richtung. Es ist der Feindsteller, ich höre eine Falle. Der hat die bestimmt beim Generator drin gemacht. Der sucht die Generatoren ab. Generatoren, so. Und packt dort immer Fallen hin. Aha, ja toll. Ah. Alter, wie, du kommst zu diesem kaputten Auto. Oh, ich hasse dich. Ich sitze hier. Geh weg. Alter. Da kann man nicht einmal in Ruhe kacken. Was willst du mit mir kacken? Nee, das sieht wirklich aus, als ob ich kacke, wenn ich hier so hocke. Boah, ich glaube, der kommt zu mir zurück. Alter. Alter. Alter, geh weg. Ich kacke hier. Junge. Ich muss da mal. Hallo? Meine Chance schnell weg. Oh Gott, nein, doch nicht. Ich würde sagen, wir beiden macht irgendwie den Rückgängerrad. Während bitte sag du mir, dass du langsam mal hier weggehst. Ich bin schon längst weg über alle Berge. Verfolgt er dich noch? Oh, immer? Meine nein. Fresse. Oh, ich weiß wen. Er kommt halt einfach genau in dem Moment in den Raum rein, wo ich gerade den Schrank reinklettern will. Ja, das ist natürlich der geilste Teil am Spiel. Oh, natürlich ist der genau vor mir ein Haken. Ja, noch besser könnte ich nicht laufen, ne? Ah, er setzt Alter, direkt unter mir ist eine Falle. Ich bin einfach neben diesem Haken, dahin, ja, Alter. Ne? Oh Gott, da drüben ist er. Ich glaube, er hat mich gesehen. Er kommt auf jeden Fall in meine Richtung. Er hat mich gesehen. Direkt vor mir ist eine Falle, ne? Oh, er ist bei mir, Achtung, Achtung. Jetzt könnte ich gerettet werden. Mach die Falle erst weg. Ich lieg sowieso schon. So viel dazu. Sag, mach die Falle erst weg, aber egal. Jetzt lieg ich auch hier, toll. Weil das jetzt? Ich auch einfach jetzt haben wir beide Probleme. Nein, mach Generatoren. Wenn es ein Camper ist, dann mach Generatoren. Ihr braucht nicht versuchen zu helfen. Und du krabbel einfach weg, Lars. Versuch die irgendwo zu verstecken. Ich aber nicht aber in meine mach Generatoren in der Zeit. Ich hab keinen. Ja, Idee, mach Generatoren. Das bringt nichts. Bei einem Camper braucht ihr gar nicht erst versuchen zu retten. Lars, kriech weiter. Los, verschwinde. Ja, wie weit soll ich denn noch kriechen? Komplett weg. Irgendwo, wo dich niemand sieht, aber schön weit weg und dann die ganze Zeit recovern. Ja, das Problem ist, er hat mich gefunden. Oh, er denkt vielleicht, dass man dich an den gleichen Haken hängen kann. Nee. Ach, das ist doch komm nicht schon. Wahr. Jetzt kommt er hier in die Richtung. Ja. Haken. Ja, aber er ist am Haken, er wird vermutlich auch weiter campen. Mach erstmal den Generator weiter. Der Generator ist direkt daneben. Er campt nicht, der ist weggegangen. Okay, er kommt wieder. Er hat vermutlich eine Falle geholt. Ja, hat er auch. Er liegt die Falle vor mir. Er kommt immer näher in meine Richtung. Ich höre das Herzklopfen so stark gerade. Nein, er steht direkt neben Lars. Ich weiß. Du musst einfach den Generator machen, der ist links vor mir weggegangen.
Ja, links von dir stehe ich. Da ist er hinter dir. Nee, da ist er. Scheiße, ich sag ja, der hat mich gesehen. Hat er nicht? Er hat dich nicht verfolgt. Ja, jetzt hat das aber gesehen, dass ich das runtergeklappt habe. Weil das macht so eine Explosion. Aber er verfolgt dich nicht weiter. Geh einfach einen Generator suchen und machen. Ich kämpfe einfach. Ach du Scheiße, Alter. Wir haben immer nur so welche Spackenkiller, die total gut sind. Ich das hasse. Nein, ich habe einfach nur schlecht gespielt. Und dann ist Lars in die Situation reingeraten. Das war ziemlich doof. Muss ich sagen. Ich meine, ich hätte einfach warten müssen. Ach lol, hier ist der andere Typi. Er ist nicht mehr in der Nähe von Lars, also wird er euch verfolgen. Weil ich ja jetzt schon kämpfe. Du bist tot. Ja. Ja, sehen, dass ich tot bin, kann ich auch. Ja, hilf mir doch, Mädel! Oh, er kommt. Ach, wie dumm bin ich eigentlich. Oh nein, es ist eine Falle reingerannt. Ja, dann wird er natürlich auch zu ihm kommen. Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Gerade vor dieser Scheißdingens. Ah, bringt nichts, das direkt der Haken. Was? Junge, da war doch gerade ein Haken. Oh, ist das traurig. Wie oft die Nitrado das jetzt schon versucht hat und immer noch nicht draußen ist. Hä, was wäre Vivo? Ja, McDonald's ist halt nicht stark, ne? Oh, ich spack hier die ganze Zeit gerade rum. Alter, wie oft will der das denn noch das machen, ey? Echt traurig. Das ist echt traurig. Vor allem kommt er dann raus. Erstmal liegen. Ich gebe dir ein bisschen Zeit, um herzukriechen, eventuell. Oh, nein, die hängt auch am Haken. Ja, ja. Daneben ist direkt der nächste. Ja, okay. Wobei ich gar nicht zu versuchen, erst zu kämpfen. Auch wenn ich Punkte bekommen hätte, nee, das bringt nichts. Alter, 7 Minuten ging das gerade mal. Ja, das habe ich ziemlich schlecht gespielt. Ich hätte rausrennen müssen und nicht in den Schrank rein. Weißt du, was witzig wäre? Wenn's Alter, da war sogar oder? Nur Level 20, bitte? Wie gesagt, es hat eigentlich nur angefangen, weil ich schlecht gespielt habe. Du warst mal Stufe 19. Pippo, ja, war ich mal. Mal 20. Ich nehme mal die Geheimkiste. Vigos Leichentuch. Ungewöhnliche Opfergabe. Okay. Mal gucken, was das für eine Opfergabe ist. Du beginnst die Etappe so weit wie möglich vom Killer entfernt. Geheim. Geil. Das ist schön. Ich fand Sonderbares in den Jahren im Nebel, aber erst jetzt verstehe ich es, die unwiderlegbaren Regeln des Nebels zu brechen. Vigus Journal. Okay. Das ist schön. Nee, nicht trete an der Lobby bei, sondern überleben mit Freunden. Ich lade euch mal schnell ein. Ich hab dich nicht in Dingens. Ja, Lars muss mich einladen. Ja, mach ich das gleich. Keine Sorge. Kannst du ihn denn einladen? Zum Spiel einladen, ja. Oh, Tatsache. Sicher, dass das geht? Ja, ich bin im Laden. Ich bin im Laden, jo. Jo, kauf mal einen, ne? Im Laden. Aber weißt du, das könnt ihr auch mal wieder machen. Ich glaube, mit ihr habe ich mehr Sachen, oder? Nö, nee, mit ihr habe ich sogar weniger Sachen. Oh lol. Bitch, please. Dann solltest du vielleicht okay, ich habe einen besseren Perk mit ihr, aber komm. Den brauche ich nicht, der hat mir noch nie wirklich geholfen.
Welcher war es denn immer? Ich bekomme 5 Sekunden früher, glaube ich, den, als das Herzklopfen. Ach so. Ja. Gut, okay, ja. Es war relativ gut, aber auch relativ scheiße. Wird man nur noch nervöser, noch schneller nervös. Mhm. Als ja, man eigentlich schon ist. Hier bitte, einen Piepton einfügen, bei dem, was ich eben gesagt habe. Das S-Wort. Das Kaka-Wort. So. Das Pupu-Wort. Böse, böse. Ja, sehr, sehr böse. Man. Was? Nein, wir wollen nicht den Fledermausmann nachmachen. Ach, ja Gott. Jetzt muss ich ja die ganze Zeit auch noch klicken. Mann, Mann, Mann. Clickbait. Titel. Okay. Ist das auch noch so ein mega Clickbait wäre? So einfach Clickbait, wenn du in den Titel schreiben? Nein, wenn du einfach, ja doch, wenn du so in den Titel reinschreibst, ich wurde vergewaltigt, so groß Ausrufezeichen, alles. Und dann so, nee, groß Fragezeichen. Und dann so, du so am Anfang der Folge sagst, hallo Leute, herzlich willkommen und übrigens, ich wurde nicht vergewaltigt, jetzt zurück zum Spiel. Das wäre so ein mega Clickbait. Erstens stell dich mal ein bisschen leiser, bei mir dröhnst du total auf den Ohren. Und zweitens, oder du schreibst einfach in den Titel, ich wurde geprankt, Fragezeichen. Ja, wurdest du denn geprankt? Du weißt es doch, Mädel. Wieso schreibst du dahinter ein Fragezeichen? Oh, ja. Ich sowas hasse. Spielst du eigentlich überhaupt noch Pokémon Go? Ja, es geht. Okay. Leon ist ja jetzt auf Dingens. Wie ist das nochmal? Auf Ausbildung oder so. Fortbildung, genau. Und dann spielt das ja natürlich so. Im Moment nicht raus. Daher spiele ich das im Moment auch nicht. Außerdem bekommt man in diesem Kampf sowieso nur 0815 Pokémon, damals Taubsi, Raupi und sonstigen mit Scheiß. Vor allem das rechtsradikale Ratzfratz. Ratzfratz, nicht Ratzfratz. Du meinst so radikal. Oh, radikales. Rechtsradikal. Oh Gott. Der war so schlecht. Also wirklich mal. Ich finde ja immer noch die Spedition immer noch geil, die sie in Köln da bei der beim also, Kölner Dom da gemacht haben. Du dröhnst bei mir immer noch auf den Ohren, ne? Ja, ich mach ja schon weg. Warte, Mikrofon da, so besser. Ja, besser. Ja, ich stelle gerade meine Cam ein, so jetzt nicht mehr. Man muss ja auch irgendwie mal die Katzenohren hier so sehen, ne, weißt du? Das wäre toll. Ich finde ja immer auch die. Ich finde ja immer auch die Spedition so geil, die sie ja beim Kölner Dom gemacht haben, wegen dass da keine Pokestops und Poke-Arena mehr sein dürfen. Dass ja, die Spedition sollen. Hat aber verloren, ne? Ich weiß. Ich fand die trotzdem immer noch so geil. Was ist eigentlich im Moment in Nordheim los? Da sind überhaupt keine Pokestops mehr wirklich an. Gar keiner ist mehr an? Ja, also keiner ist mehr irgendwie so diese Dingens da, weißt du? Achso, er macht nicht mehr diese hier, wie heißen sie gleich? Lokmodule. Genau. Die machen irgendwie keine Lokmodule mehr an. Keine Ahnung wieso. Und sich nicht mehr. Glaube ich. Weiß ich nicht. Offensichtlich hat man gemerkt, dass man von den Lokmodulen nichts Vernünftiges bekommt. Ich habe gerade so. Mit dir auch rumgespritzt, das war eine scheiß Idee. Rumsprühst und dann zum Duschen keine Zeit mehr hattest. Fibres. Hä? Execute hat doch irgendwas am Trommelfell und jetzt macht er einen Stream. Good job, boy. Ja, man darf seine Fans ja nicht enttäuschen, ne? Ja, das Problem ist aber, man sollte seine Fans schon ein bisschen zurückschieben für seine eigene Gesundheit oder so. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn er sich selbst dabei gut genug fühlt. Was? Wenn man sich fit genug fühlt. Mein Handy sagt mir jetzt einfach, ich habe halt neu gestartet, war Akku leer und so, ne? Jetzt habe ich neu gestartet und es sagt mir einfach, Specie, ihre Nummer. Es sagt ja meine Nummer. Okay, gut, ja, als ob ich die nicht wüsste. Ich weiß sie tatsächlich nicht. Ich kann die auswendig mittlerweile.
Ich kann meine Telefonnummer auch nicht auswendig. Handynummer. Außerdem ja, kann ich meine auswendig. Ich kann meine auswendig. So. Aber wenn ich mal irgendwie so einen Cut setzen oder so, ich meine, das dauert gerade echt lange. Nö, dann hätte ich wenigstens einen Tüte, eine Folgentüte. Wir finden ach so, gut, keine okay, Runde. Nein. Gut. Also, ja, wir setzen hier jetzt mal einen Cut. Bis gleich. Tschüss. Ja. Ja, also irgendwie finden wir ja keine Spiele. Ich habe übrigens wieder aufgenommen. Alles klar. Jo, moin. Moin. Das dauert irgendwie gerade. Alter, jetzt habe ich ein scheiß Ohrwurm vor mir. Ich bin der Luther King. Oh, dieses Fancover ist einfach so geil. Wer hat hier nicht reingelegt? War ich nicht. Nein! Es war die Luft. Es war die Luft. Nee, der Haken ist nicht aufgeploppt. Ich hoffe, man hört den Hund im Hintergrund nicht. Nee. Na, ganz leise okay, habe ich gerade gehört, aber pff, scheißegal. Ja, unser Hund ist ziemlich laut. Ja, lass dein Hund auch. Ja. Der Hund meiner Schwester ist sogar noch schlimmer. Den finde ich aber wenigstens knuffig, wenn er bellt. Bei meinem Hund, da möchte man einfach nur Fuß ansetzen. Roundhouse Kick. Und Roundhouse Kick. Alter, jetzt hat die mich angeschrieben. Mädel, ich nehme gerade auf. Wetten, ja, damit willkommen im Video. Wetten, gleich kommt die Frage, ob wir Attack on Titan spielen möchten, online. Wenn, dann sag ich aber auch ja. Kennt ihr dieses Fanmade-Spiel von Attack on Titan? Du meinst Attack on Titan Online-Game? Ich weiß nicht, ob das so heißt. Aber ich hab das, als der Anime gerade rauskam oder so, kam das ein paar Monate später. Kann man entweder als Titane oder als Jäger halt spielen. Nee, dann kenne ich es tatsächlich nicht. Oder war. Hä? Warte. Ich bin mal kurz weg. Oh, okay. Welches Spiel meint ihr? Das hast du sogar, glaube ich, mal gespielt. Das war im Internet, das war ja, im Internet. Ja, das ist das Online-Game, aber da kannst du kein Titan spielen. Okay, interessant. Fünf Stunden später. Fünf Stunden später. Ich wünsche mir eine Parodie von Luther King bzw. Shooter King. Und zwar mit den Dingens, ich bin der Dödo King, ich weiß, was gute Spiele sind. So eine Fanparodie. Überhaupt nicht zweideutig gedacht, nee. Das wünsche ich mir. Ach ja, jetzt ist er ja nicht da. Was? Er nimmt trotzdem an. Wahrscheinlich ist gerade nur irgendwas wieder zu laut oder so. Mutter ist im Zimmer. Oder das. Oder der Hund ist zu laut. Oder der Vater ist im Zimmer. Hat er Geschwister? Wenn ja, dann sind die Geschwister im Zimmer. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht, ob er Geschwister hat. Alter, wie ich das hasse! Alter. Hä? So. Hä? Bug auf Doom. Bug auf Doom. Das sind die geilsten Bugs hier, Alter. Das Spiel ist so fertig, das hat gar keine Bugs, hallo? Alles gefixt, gar kein Problem. Ja. Alles gefixt, gar kein Problem. Ach ja. Da, 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 da. Alter, was? Hä? Alter, wir müssen uns gleich was ausdenken lassen. Ich bin der Shooter-Kick, ich weiß, was gute Spiele sind. Alter, das werde ich mir morgen im Bus auf Dauerschleifern machen, Alter. Hä?
Es sind zwei rot, einer grau. Good job. Was? So, jetzt. Alles hier fixt, gar kein Problem. Nee, nee, gar kein Problem. Lass uns doch mal über den Tag reden. Meiner war scheiße. Erste, zweite Stunde Sport. Ball hier hinbekommen. Auf den Kopf. Basketball. Toll. Was soll ich über meinen Tag sagen? 7.8. Sport. Natürlich nicht mitgemacht. Ich liebe dieses Spaß. Lied. Ich liebe dieses Lied. Alter, gleich rast dich aus. Ich stehe in der Mitte, Elektro-Titter. Was denn? Ich stehe in der Mitte, Elektro-Titter. Elektro-Titter. Was könnte... Ich bin von guter Sitte, Elektro-Titte. Da liegt immer noch ein Dildo im Feuer. Da, das da. Da, das ist der Dildo. Da. Dildo King. Ich bin der Dildo King, ich weiß, dass gutes Spiel ist. Dildo King kommt einfach von was ganz anderem. Trotzdem. Das ist die Internetseite, die wirklich existiert. Was? Woher weißt du das? Und das weiß ich nur durch Pete's Meat. Bitte? Weil dazu gibt es eigentlich eine nette Geschichte zu. Die waren ja auf Tour dieses Jahr. Und wo sie in Berlin waren mit ihrem Fanbus da, ist Chris morgens aufgestanden. Wollte im Nachbarhaus irgendwie duschen gehen. Geht er da so noch voll verpennt hin, tuckert da so rüber. Neben ihrem Fanbus steht erstmal so ein Wagen. Fett drauf ein Emblem Dildo King. Dildo King. So, ja, so kann man natürlich, du musst so kann man fertig morgens drücken. Auch werden. Gut. Hab ich doch gerade. So kann man natürlich auch morgens geweckt werden. Und ja, du hast richtig vermutet, mein Vater. Sire, sein Vater. Alter, ich nehme schon wieder 7 Minuten auf. Ja. Ich hätte auch nicht wieder aufgenommen. Ich hätte den Cut einfach gelassen. Ach, nö. Wir müssen ja die Leute informieren, wie der Stand der Lage ist. Alles gefixt, gar kein Problem. Das haben wir jetzt schon zum 10. Mal gesagt oder so. Oh, wir haben What the fuck, Digga? Es ist was geschehen! Ein Wunder! Wow! Wow, what the fuck? Jetzt ernsthaft? Warte. Achso, warte. Wie hieß du nochmal? Ich hab deinen Namen wieder vergessen. Mathis. Kannst du mir mal deinen Steam-Namen sagen? Wir machen hier mal ganz kurz einen kleinen Cut. Bis gleich. So, kleine Planänderung. Ich bin der Killer, die beiden sind die Survivor. Ich töte jetzt alle. Viel Spaß bei der Runde. Die alle zwei. Ja, weil ja keiner aus meiner Freundschaftsliste angenommen hat. Puh. Weil sie auch alle haben. Nur einer hat es tatsächlich. Aber die zockt mit einem Kumpel. Okay. Schade. So, wo seid ihr, kleinen Spackis? Ich töte euch jetzt. Ich versuche keine Schimpfwörter auszusprechen, habe ich gehört. Du versuchst es? Ich versuche es auch, aber es genickt mir nicht. Ich denke bei eher weniger. Jetzt brauch ich aber noch ein Soundboard. Hallöchen! Okay. Es gibt doch bestimmt ein Internet-Soundboard. Gibt es natürlich.
Gut, dann wollen wir mal. Fallensteller. Ja. Alles muss klar. Sterben, ne? Ja, mein Liebling. Muss sterben, ne? Ich weiß jetzt, dass ich in eine Falle reinlaufen werde. Ja, sag das mal zu mir. Jetzt hat bestimmt der Erste geschrieben, hab kein DBD. Wusste ich's doch. Hab ich auch gesagt, bestimmt haben es nicht alle. Das ist schon ein Tag, ne? Hm. Oh. Was ist da denn passiert? Ich laufe noch in meine eigenen Fallen rein. Das wäre mega kurios, wenn du das machen, wenn du das machen würdest. Das wäre ehrlich gesagt nicht kurios, das wäre total scheiße. Ne, schade. Hi. Ach ja. Oh nee, Lars. Lars, bitte nicht. Lass mich nicht alleine. Ah ja. Du weißt schon, dass ich weggeguckt habe. Ja, das Problem ist, ich krieg das nicht hin mit diesen Taschenlampen. Deswegen lass ich auch Taschenlampe weg. Ist auch ziemlich schlecht. Ja. Ja, willkommen im geheimen Pornokeller, wa? Der geheime Pornokeller ist wieder der da. Keller. Oh doch, der Keller. Aber ganz ehrlich, da kann ich auch einfach Fluchtversuch machen und mich ungefähr 1000 Mal schneller umbringen lassen. LOL! What? Ja, komm! Lass mich doch einfach liegen! Ach, hallo! Ich hab's auf dem Boden aber gern! Stimmt! Gute Idee! Viel Spaß beim Verbluten! Okay! Danke! Tschüss! Ich wünschte, man könnte na, sich na, klasse! Naja, hat man wenigstens noch mal eine Chance, vielleicht ihn zu retten. Wenn er da mal rauskrabbeln würde. Meh, lass mich. Ich werde da bestimmt nicht in den Keller runterlaufen. Ich mag aber den geheimen Pornokeller. Und außerdem steht da oben immer noch rum und wartet, bis ich komme. Jetzt hat auch ihre schöne Falle, jawohl. Komm hier einfach gar nicht runter. Ja, geh und geh, aber nimm Gott mit. Oder was auch immer du für eine, was auch immer du für eine Gottlosigkeit hast oder was auch immer. Lass hier. Ich gesagt, ich soll gehen. Lass nach oben. Nach oben, Lars. Geh nach oben und ich nehme dich mit. Nächste Falle, jawohl. Ach, da drüben bist du. Quatsch, bin ich nicht. Lars, ich bin was gleich bei dir. Was? Lars, ich bin gleich bei dir. Okay. Tu was nicht lassen kannst, ne? Ich krabbel hier derweil, ne? Ich hab schon mal so eine kleine Vorarbeit geleistet. Ich hoffe, das hilft. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Okay. Wie war es nochmal mit Caillou? Ich krabbel über den Boden. Bin schon groß geworden. Da rennen sie. Au, das tut weh. Das ist mir doch relativ.
Wisst ihr, was das Problem ist? Er geht jetzt definitiv zum anderen Tor. Ich kenne euch doch. Würde ich doch nie machen. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja nur, da ist ja nur das rotleuchtende Pornolicht. Ja, gut. Man sieht sich hier, Schweine. Ja, gut. Ach ja, wollen wir danach noch eine Runde spielen? Ich erwarte eine Revanche von mir selbst. Dir selbst? Ja, also, ja, nicht. Ich so, ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber. Weißt du? Ich habe keinen Bock hier wegzugehen, also falls du jetzt bei der Falle, bei der Falltür stehst oder bei einem anderen Ausgang, ne, dann geh da bitte raus. Oh ja, ich will nur kurz die Falle entschärfen, keine Angst. Au, mein Finger! Weißt du, was so wichtig wäre? Das hätte ich ja sowieso nicht mehr geschafft. Fuck. Weißt du, was so witzig wäre? Hm? Was? So ein Perk geben würde für den Killer. Fallen entschärfen unmöglich oder sowas ähnliches. Mhm. Boah, das wäre ziemlich krass. Es gibt einen Perk, der dir sagt, dass die Fallen fast übersehbar sind. Also ja, die Survivor sehen den fast gar nicht. Die sind richtig schwer zu sehen dann. Mhm. Gott, bin ich schlecht gewesen, ne? Oh. Noch ein paar Runden. Seid ihr noch drin? Nur nein. Ich. Ich nicht mehr. Aber ja, hast du, weil ich hab ihn verlassen. Ich weiß nicht, wieso ich beim aus dem Bildschirm nicht mehr rauskam. Ich muss mir nicht zu helfen. Obwohl, wartet, ich nehme einen anderen Killer. Alles okay. Klar. Oh nein, bitte nicht. Was denn? Ich kann mir jetzt vorstellen, gleich. Welcher es ist. Welcher denn? Das werde ich ja gleich sehen. Ja, welcher denkst du denn, wer es ist? Wer ist Geist? Wer? Wer? Du nimmst doch ansatzweise nur unseren Glockenmann hier. Du weißt, dass ich den nicht spielen kann. Das muss ja nicht heißen, dass du ihn nicht nimmst. Ich nehme ja auch gerne bei LoL einfach Champions, die ich nicht kann, und trotzdem komme ich damit gut durch. Spiele ich jetzt den Killer oder den Killer? Was hast du gesagt? Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Musst du selber entscheiden. Spiele ich jetzt den Killer oder den Killer? Sag den Killer. Nimm den Killer. Hört sich gut an. 8 oder 16? Welche Zahl würdet ihr nehmen? 17! 8 oder 16? 8. Gut. Warum denn 8? Keine Ahnung. Spontane Dann habe ich meinen Killer. Spontane Entscheidung. Hättest du jetzt gesagt Kopf oder Zahl, hätte ich erstmal gefragt, was liegt denn oben? Hat er erhöht gleich die Chance, wohin zu kommen? Macmillan anwesend. Also Cold Wind Farm. Nee. Ja. Och. Och bitte. Ich hasse dich. Da hätte ich die Kettensägen nehmen können. Puh. Nein. Autohafen, Schrottplatz. Jawohl. Ah, das ist schön. Danke, meine Lieblingsmap. Wie ich das liebe. Na, weißt du schon, welche Dinge ich hab? Welchen Killer ich hab? Nee, hier ist kein Haken in der Nähe. Du kannst das auch an was anderes sehen, wahrscheinlich. Möglich ist es.
Das ist wieder Fallenstelle. Sicher? Glaubst du? Glaubst du? Ja, ist es. Alles klar. Lars, woher weißt du denn das? Bist du in der Nähe eines Haken oder was? Ja. Sicher? Oder warst du in meiner Nähe? Ich glaube, du warst in meiner Nähe. Ich hoffe, ich fange mir keine Zecken in diesen hohen Gras ein. Hoffe ich auch. Ach nein, warte, ist ja scheißegal, du wirst ja sowieso sterben. Oh. Na klasse, gute Voraussichten. Ja. Ne? Na Lars, die Richtung würde ich nicht nehmen. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Ach, schöner Spaziergang. Und Licht. Machen wir doch mal über. Vorstellen, welcher Horn kommt auf die Idee, hier in diesem Gebiet zu campen? Keine Ahnung. Was denn? Nee, da war nur gerade was mega weird. So ein Rabe ist gerade rumgepackt. Ich sehe es kommen. Ich werde gleich einfach irgendwo langlaufen und voll in der Falle reinrennen. Ja, ich habe schon ein paar gelegt. Aber nur ein paar. Ich werde einfach gar nicht dran denken und mich dann wundern, was jetzt passiert. Sag mal, wie arm ist das eigentlich? Sehr. Au, oh, fuck, what the fuck? Was ist das für eine Scheiße? Weißt du? Ich hasse ja solche Leute. Was hat er getan? Oh, verdammt, ich hasse sowas, dass man um die Ecke. So einen Kack machen kann. Oh Mano, Alter, was ist denn das jetzt? Das heißt so nervt. Ja, ach komm, hör auf zu beginnen, da drin ist direkt ein Haken. Okay. Autsch. Muss ich schmerzhaft glaub, ich versuch, gewesen sein. Jetzt mal nicht von diesem Haken runterzukommen, ich werde das Gefühl nicht los, dass das hier gleich funktioniert. Schon scheiße, ich habe keine Dinger zu meiner. Das hat tatsächlich nicht funktioniert. Cool. Geh mal bitte weg, ne? Ah, ja. Also, bleib mal dort, ne? Also. Bewegt euch nicht, ich komm gleich wieder. Ist dort einer? Nein, da ist keiner. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, ne? Was? Nähe bist? Doch eh nichts. Schon vergessen? Weil diese Raben, die herkommen müssen. Kriegt sowieso kein Leichenstück. Nee. Also hier bist du schon mal nicht, okay. Schön zu wissen. Ich kann mir vorstellen, wo du bist. Sag ich ja. Ich kann mir vorstellen, wo du bist. Weißt du, die ganze Zeit hochrennen und runterspringen bringt ja nichts, ne? Meinst? Ach ja. Wir können das den ganzen Tag machen. Weißt du, was ich machen kann? Was denn? Einfach in deinem Weg eine Falle legen. Oh nee, das ist jetzt unfair. Das ist nicht unfair. Das ist mein gutes Recht, Freundchen. Fallen. Ich weiß, dass du schon weg bist. Okay.
Eigentlich sitze ich in diesem Schrank. Ich habe schon beide Schränke durchgeguckt. Mist. Ich hätte mich jetzt weggelacht, wenn du draußen auf der Veranda gesessen hättest. Ach, da bist du. Mensch. Kumpel, bleib doch stehen. Ich will doch nur Freunde haben. Ich okay, will doch nicht spielen. Tschüss. Hast du die falsche gefunden, oder was? Ja. Ach, wie ich das hasse. Und ich habe extra vor diesen Schaltern bei den Ausgängen habe ich extra so Dingens hingemacht, weißt du? Ja, so, gut. Diese Fallen. Ich wollte eigentlich Lars... Ich wollte Lars versuchen, wirklich zu retten, aber dann bist du einfach die ganze Zeit in der Nähe stehen geblieben und... Ja, gut. Ich bin nicht stehen geblieben. Ich habe die ganze Zeit yeah, halt in der Nähe rumgeguckt, ob du dort bist, weil ich dachte, du bist dort. Ja, ich dort. Weiß. Ich hab dich vom Haus aus beobachtet gehabt. Ja, ich hab im Haus drin. Ich hatte Angst, einfach irgendwie in der Nähe so, wie soll ich sagen? Ich hatte Angst, in der halt zum Haus zu gehen, weil ich gedacht habe, wenn ich zum Haus gehe und die Falle dort hole und du dann in der Zeit zu Lars rennst, ist Lars gerettet. Ja, gut, aber das wäre nicht so leicht gewesen, weil Lars hat sich ja immer wieder versucht, selbst zu befreien. Dadurch war er schon fast tot. Immer hatte ich Glück. So. Ich würde sagen, das war's mit der Runde von Dead by Daylight. Ja, auch wenn es nur zwei einzelne Runden noch am Ende waren, aber naja. Wenn man nichts findet. Jetzt haben sie uns auch mal gegeneinander gesehen. Ja, Mensch, das können wir aber auch öfter mal machen, finde ich. So gegeneinander. Ja, am besten müssen wir noch irgendwie eine oder so, eine Person finden. Ja, ich habe ja noch eine Person, aber die spielt gerade mit einem Kumpel. Schade eigentlich. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Oh, vielleicht beim nächsten Mal. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.